Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 72, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Deutschland ist Europameister bei den Strompreisen. Die Hessische Landesregierung muss weitere Verteuerung der Energie über den Bundesrat stoppen. Drucksache 19/6561. Und erster Redner ist Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die verfehlte Energiepolitik, die verfehlte ideologiegetriebene Energiepolitik in Deutschland, aber auch in Hessen, für die Tarek Al-Wazir in besonderer Weise steht, hat wieder zu neuen Rekorden geführt, aber leider europäischen Rekorden, Negativrekorden, schwierigen Negativrekorden. Eurostat hat uns für 2017 bestätigt, dass Deutschland endlich die allerhöchsten Energiekosten für Privathaushalte in Europa hat. Vielen Dank, Herr Al-Wazir, vielen Dank an die, die diese ideologische Energiepolitik vorantreiben. Die Bürger zahlen die Zeche. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen die Zeche. Ich will es einmal mit Zahlen unterlegen, Zahlen von Eurostat. Deutschland die Kilowattstunde 33,6 Cent. Frankreich die Kilowattstunde 18,9 Cent, Polen die Kilowattstunde 16 Cent und Niederlande, unser Nachbarland Niederlande, 10,6 Cent die Kilowattstunde. In den Niederlanden sind die Stromkosten für die Privathaushalte um zwei Drittel niedriger als in Deutschland. Zwei Drittel niedriger. Und was ist denn das Ziel dieser ideologiegetriebenen Energiepolitik, für die gerade die GRÜNEN in ganz besonderer Weise und hier in Hessen Tarek Al-Wazir stehen? Das Ziel ist ja, CO2 einzusparen. Und Tarek Al-Wazir hat ja jetzt hier schon mehrfach einräumen müssen, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland seit Jahren stagniert, mal jährlich ein bisschen runtergeht, mal jährlich ein bisschen hochgeht, aber diese verfehlte Energiepolitik keine Auswirkungen hat auf den Klimaschutz und keine positiven Auswirkungen hat und wir mittlerweile gigantische zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr ausgeben, ohne eine signifikante Wirkung zu erzielen. Das muss aus unserer Sicht beendet werden, weil es wird auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ausgetragen. Aber es sind ja nicht nur die Bürger, die die Zeche bezahlen, Herr Al-Wazir. Sie sind ja nebenbei im Nebenberuf noch, behaupten Sie zumindest, Wirtschaftsminister, die Unternehmerverbände in Hessen. Die Unternehmerverbände in Hessen haben Ihnen auch ins Stammbuch geschrieben, dass Sie sich dafür einsetzen sollen, dass die Subventionen für Wind und Photovoltaik endlich beschränkt und reduziert werden. Die fordern sogar ein Ende dieser Subventionen, dass Sie sich dafür einsetzen, Herr Al-Wazir. Und Sie sind doch sicherlich im Kontakt mit den Unternehmen in Hessen. Sie kennen doch den Verband der Unternehmer in Hessen. Sie müssen doch deren Argumente kennen. Und gerade vor dem Hintergrund, und das müsste Ihnen ja auch aufgefallen sein, dass die Konjunkturdaten sich eintrüben. Die Konjunkturdaten trüben sich ein. Die Industrie hat Angst, dass, wenn sie in schwierige Situationen kommt, wirtschaftliche Situationen kommt, die Energiekosten sie ganz negativ treffen werden und dass das alles bedeuten kann, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Unternehmen. Das ist Ihnen doch klar. Warum ignorieren Sie das? Warum setzen Sie sich nicht für die Industrie in unserem Land ein? Das liegt natürlich daran, dass Sie ein gestörtes Verhältnis zur Industrie in unserem Land haben. Das ist ein Problem, weil die Industrie in unserem Land ist nämlich die Grundlage für den Reichtum unseres Landes. Die Pharma- und die Chemieindustrie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Kassen in Hessen voll sind. Und das sollten Sie auch einmal akzeptieren, und das sollten Sie auch fördern. Hohe Energiekosten haben aber auch einen großen Nachteil für die Digitalisierung. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie doch auch. Das haben Ihnen doch die Vertreter dieser Unternehmen mit Sicherheit schon ins Stammbuch geschrieben. Hohe Energiekosten behindern den Standort Hessen im Bereich der Digitalisierung. Auch das müssten Sie zur Kenntnis nehmen. Aber auch dazu sind Sie nicht in der Lage. Es gibt die Fakten. Es gibt die Fakten. Seit Jahren kriegen Sie von allen Experten erklärt, Ihre Energiepolitik ist im Klimaschutz so gut wie wirkungslos. Sie macht sie nur unfassbar teuer.
Wir haben heute leider die Situation, dass wir feststellen müssen, dass das bei den Bürgerinnen und Bürgern jetzt in besonderer Intensität angekommen ist. Wir sparen nicht signifikant CO2 ein, aber wir haben unfassbare Kosten. Wir haben in der, das wissen Sie ja bestimmt, in der Klimaschutzkonferenz in Marrakesch, das ist jetzt nicht meine Wortwahl, das ist die Wortwahl der Aktivisten, hat Deutschland die Klimaschutzsau verliehen bekommen, wegen unserer verfehlten Energiepolitik. Und das ist Energiepolitik, die auf ihren Mist gewachsen ist, auf ihren Ideen gewachsen ist. Und das ist etwas, was ich wirklich mittlerweile kaum noch ertragen kann. Wir hatten in Europa, in Deutschland, mal einen Grundsatz, das sogenannte energiepolitische Dreieck. Da waren drei wichtige energiepolitische Ziele, die man versucht hat, im Einklang zu halten: Preis, Sicherheit und Umweltschutz. Kollege Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Das haben Sie aus den Augen verloren. Sie haben die Sicherheitsfragen aus dem Auge verloren. Sie haben die Frage der Bezahlbarkeit aus den Augen verloren. Kehren Sie zurück zu einer vernünftigen Energiepolitik. Das wird den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen in Hessen wirklich gut tun, und Sie haben das auch verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Dorn, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kollege Rock, wo waren denn die wenigen wahren Kerne in Ihrer Rede? Was stimmt ist, ja, wir haben steigende Haushaltsstrompreise. Was auch stimmt ist, das stimmt auch. Es stimmt auch, dass wir einige Unternehmen und einige Bürgerinnen und Bürger haben, die mit dieser Herausforderung gerade umgehen müssen. Was nicht mehr stimmt ist, dass allein die Energiewende für diese steigenden Strompreise verantwortlich ist. Was auch nicht richtig ist, was falsch ist, dass wir ohne die Energiewende keine Kostenprobleme für die Energieversorgung hätten. Schauen Sie sich doch einmal die Subventionen in Kohle und Atom an. Hätten wir diese auch transparent über den Strompreis geregelt, Herr Kollege Rock, hätten wir nicht nur eine Umlage für erneuerbare Energien, sondern auch eine für konventionelle, die würde diese, die EEG-Umlage, um Weites übersteigen. Falsch ist übrigens auch bezüglich der höchsten Strompreise in Europa, dass wir generell die höchsten Strompreise in Europa haben. Dann schauen Sie sich doch einmal die Börsenstrompreise an. Sie reden gerade von der Industrie. Wir haben die zweitniedrigsten Börsenstrompreise nach Skandinavien, Herr Kollege Rock. Ich kann keine Zwischenfrage, dann komme ich nicht durch. Es gibt so viele Punkte, auf die ich leider eingehen muss, was Sie falsch gesagt haben, dass ich die Zeit auch brauche. Wir haben die zweitniedrigsten Börsenstrompreise. Und die Industrie, Herr Kollege Rock, das wissen Sie, es gibt die energieintensive Industrie, die von den Abgaben und Umlagen weitestgehend befreit ist, die zahlen weniger als die in Frankreich, in den Niederlanden oder in der Schweiz. Falls es auch, Sie sagen immer, das ist eine Riesenbelastung für die ganze Wirtschaft. Es gibt eine Menge von kleinen und mittleren Unternehmen, für die ist es ein echter Jobmotor und eine echte Energie. Und falls es auch, das ist ja immer Ihre schöne Milchmädchenrechnung, wir würden das EEG abschaffen, die Förderung abschaffen, und dann fallen die Strompreise sofort. Schauen wir doch einmal die Milchmädchen Rechnung an. Es tut mir leid für den Begriff Milchmädchenrechnung. Milchbübchen wollte ich jetzt hier nicht nehmen. Sie haben, passt auch nicht. Sie haben mit Ihrer Rede keinem einzigen Unternehmen geholfen, keiner einzigen Bürgerinnen und Bürger, weil Sie keine einzige Forderung haben, die überhaupt etwas bringen würde, Herr Kollege Rock. Ihre Milchmädchenrechnung geht so. Energiepreise aktuell, wir nehmen die Energiewende weg, dann haben wir die alten Strompreise. Das glauben Sie wirklich? Wie ist das denn wirklich? Schauen Sie doch, Sie schauen, ja, ich, was wir machen würden? Was wir machen würden, Herr Kollege Rock, ist, wir würden einfach entsprechend die Stromsteuer abschaffen. Wir hätten mit Ihnen die Gelegenheit gehabt. Wir waren in Sondierungen auf Bundesebene. Wir hätten eine echte wirkungsvolle Möglichkeit direkt gehabt, die Stromsteuer abzuschaffen, soweit es die EU möglich macht. Wir haben Ihnen auch Vorschläge gemacht, wie man die EEG-Umlage verändern könnte. All diese Vorschläge waren auf dem Tisch. Wer hat sich aus der Verantwortung gestohlen auf Bundesebene? Sie haben doch die ganzen Unternehmen im Stich gelassen, weil Sie sich um diese Themen nicht kümmern wollten. Wie schaut es denn wirklich gerade aus, Herr Kollege Rock, bezüglich der Gegenwart? Sie reden nämlich immer über die Vergangenheit, über die Förderung der Vergangenheit. In der Gegenwart bezüglich der neuen erneuerbaren Energienanlagen. Sie könnten, das wissen Sie, wenn Sie das EEG jetzt abschaffen würden, nur die Zukunft verändern, nicht die Vergangenheit. Sie sind Energieexperte auf Ihrem Gebiet. Das wissen Sie zumindest noch, dass das stimmt, Herr Kollege Rock, wenn Sie ehrlich sind.
Sie können nur die Zukunft ändern. Der weitere Zubau im Rahmen von Auktionen. Wir haben ja mittlerweile Ausschreibungsmodelle, Herr Kollege Rock. Das fällt kostenmäßig doch kaum mehr ins Gewicht. Auch das wüssten Sie eigentlich, wenn Sie ehrlich wären. Wie sind wir denn beim Strom? Sie können sich doch die Zahlen anschauen. Wie sind wir denn beim Strom aus neuen Windanlagen? Wir sind auf unter 4 Cent gekommen. Bei Solar sind wir im Jahr 2016 noch bei über 7 Cent gewesen. Wir sind jetzt bei unter 5 Cent Ende des Jahres 2017. Herr Kollege Rach, Sie können nicht alle Zusammenhänge ignorieren und so tun, als ob Ihre Lösung irgendetwas beitragen würde. Sie haben keine Lösung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie haben keine Lösung für die Unternehmen. Sie hätten mit uns die Stromsteuer abschaffen können. Das wäre eine Lösung gewesen. Ich sage mal so, wir brauchen insgesamt eine Reform des Energiemarkts. Es ist in vielen Punkten absurd. Die Preise steuern nicht mehr. Sie verhindern wichtige Innovationen. Und gerade beim Strom ist es wirklich absurd. Strom wird immer klimafreundlicher, aber er wird gleichzeitig um ein Vielfaches höher belastet als Benzin, als Diesel, als Erdgas, als Heizöl. Wir haben, wenn man Steuern, Abgaben, Umlage, Entgelte alles zusammennimmt, bei Strom wir haben aber, ja, das ist unser Gesetz und es hat es nicht. Wir haben, mittlerweile sind wir weitergekommen, Herr Kollege Rock. Die erneuerbaren Energien sind weitergekommen. Das EEG hat sich verändert, haben Sie vielleicht auch einmal wahrgenommen. Und wir haben ganz konkrete Vorschläge gemacht in dieser Bundestagswahl, immer wieder im Bundestag, wie wir es verändern können. Und wir glauben, dass wir genau mit dieser Möglichkeit, wenn man es mal anschaut, 19 Cent beim Strom, bei Benzin sind es 7,3 Cent, bei Diesel knapp 5 Cent. Kollegin Dorn, da würden wir mit der Stromsteuer weiterkommen. Und ansonsten, dass Sie immer Krokodilstränen weinen wegen der Frage CO2. Wir hätten die Kohlekraftwerke abschalten können, die schmutzigsten. Wir leiten die Verkehrswende ein. Sie sind immer dagegen. Wenn Sie Krokodilstränen wegen CO2 weinen, das ist wirklich nur noch unglaubwürdig. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Landau, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP macht sich eine Pressemitteilung der VAU vom 13. Juni zu eigen und formuliert einen Antrag für eine Aktuelle Stunde zu einem ihrer drei Klassiker: Windenergie, Jäger, Jagd und Strompreise. Wir haben uns, gestatten Sie mir den kleinen Blick zurück, im großen Konsens auf den Weg der Energiewende begeben. Und, lieber Herr Rock, das von Ihnen zitierte Polen, nein, das ist in keine Energiewende eingetreten. Bei der Energiewende können wir wie bei der Wiedervereinigung auf keine Blaupause zurückgreifen, weshalb es auch nicht verwundern kann, wenn es über die Zeit zu unerwünschten Verwerfungen kommt. Die Entwicklung des Strompreises, nicht zuletzt im internationalen Vergleich, gehört durchaus dazu. Da bin ich dann bei Ihnen, liebe FDP, lieber Herr Rock. Deshalb sind der Energiewende auch, weil es eben diese Verwerfungen gibt und wir sie auch erkennen, sind die ihr zugrunde liegenden Mechanismen auch bereits verändert worden und müssen gegebenenfalls auch in der Perspektive auslaufen. Und die Wirkung wird sich mit der Zeit dann auch einstellen und entfalten. Aber bereits heute können wir feststellen, die Ergebnisse der ersten und dritten Ausschreibungsrunde für die Förderung von erneuerbaren Energienanlagen zeigt folgende Entwicklung: Windenergie onshore von 5,71 auf 3,82 Cent je Kilowattstunde. Und bei Offshore sind es teilweise 0 Cent Angebote, die dort abgegeben werden bei den Ausschreibungen. Und bei der Photovoltaik haben wir die Veränderung von 9,17 auf 4,33 Cent je Kilowattstunde. Ich denke, das ist eine eindeutige Entwicklung. Wenn wir die Strompreise in den Blick nehmen, dann möchte ich zwei noch nicht angesprochene Aspekte hier einmal vortragen. Mit dem einen haben Stromkunden die Möglichkeit, den Strompreis, ihren persönlichen Strompreis zu verändern. Und der andere befasst sich mit einem Kostenblock beim Strompreis, der sicherlich angegangen werden muss und verändert werden muss. Ich komme zum Ersten. Verivox gibt an, dass Stromkunden 9 Milliarden € durch Verzicht auf Stromanbieterwechsel verschenken. Nach Angaben der Bundesnetzagentur verharren drei Viertel der Verbraucher bzw. 15 Millionen Haushalte in vergleichsweise teuren Grundversorgungstarifen. 1.000 Stromanbieter mit je bis zu 30 unterschiedlichen Tarifen sorgen sicherlich für eine gewisse Unübersichtlichkeit.
Aber das kann nicht der Grund sein für die feststellbare geringe Wechselbereitschaft der Stromkunden. Der liegt meines Erachtens ganz woanders, nämlich in der Unkenntnis des eigenen Stromverbrauchs und der jährlichen Gesamtkosten für die Stromversorgung, für die eigene persönliche Stromversorgung. PwC hat für Stromreport ermittelt, dass etwa ein Sechstel der Deutschen nicht weiß, für welche Strommenge er wie viel ausgibt. Alleine hier ein Bewusstsein für die eigenen Daten und die bestehenden Wechselmöglichkeiten zu anderen Stromlieferanten zu schaffen, würde viele Haushalte bei den Stromkosten in bedeutsame Höhe entlasten. Hier wäre ein Antrag der FDP hilfreich gewesen, dieses Bewusstsein der Verbraucher in den Fokus zu nehmen und am Ende auch zu schärfen. Aber das ist nicht erfolgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen das. Jede Verteuerung von Anbietern wird sofort dazu genutzt, Preise generell zu erhöhen. Umgekehrt, Vergünstigungen werden nur sehr spärlich, zögerlich an den Kunden und an den Verbraucher weitergegeben. Flächendeckende Erhöhungen bleiben den Verbrauchern, anders als von Ihnen vorhergesagt, für 2080, anders als auch in den Vorjahren, erspart. Aber zu den Strompreissenkungen ist es eben, genau wie es generell eben vorgetragen hat, auch nicht gekommen. Ungefähr 800 Versorger halten aktuell die Preise stabil, obwohl sich Spielräume für Preissenkungen ergeben haben. Durch eine niedrigere EEG-Umlage, Absenkung der Kraft-Wärme-Kopplungsumlage und Reduzierung der Netzentgelte. In der Verrechnung mit der gegenläufigen Offshore-Haftungsumlage entgibt sich hier ein Entlastungspotenzial des privaten Stromverbrauchers von fast 2%. Nun der Blick auf die Netzentgelte, die inzwischen bei fast 25% des Strompreises angekommen sind. Kollege Landau, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, angesichts der Zeit leider nein. Nur der zügige, und hier zitiere ich, nur der zügige Netzausbau kann langfristig die hohen Kosten für die Netz- und Systemstabilität senken, so der Präsident der Bundesnetzagentur. Allein im letzten Jahr beliefen sich die Kosten für Eingriffe in das überlastete Stromnetz sowie Entschädigungs- und garantierte Vergütungen für Kraftwerks- und Anlagenbetreiber auf 1,4 Milliarden €. Diese Kosten merkt der Kunde in seiner Stromrechnung. Und nun kommt es. Die FDP moniert nicht zu Unrecht hohe Stromkosten, erklärt aber an nahezu jeder anderen Stelle ihre Ablehnung zu Südling und anderen Stromnetzinfrastrukturmaßnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage hier in aller Deutlichkeit, ich halte Ihr Auftreten für unredlich und Ihre Aktuelle Stunde deshalb auch für nicht in Ordnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Krüger, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, wir kennen das von der FDP. Ich muss sagen, immer wieder leider, dass sie sich verbissen hat in das Thema Energiewende und Energiepolitik, und zwar halt leider auf eine Art und Weise, die mit Fakten jetzt nicht gerade besonders richtig umgeht. Das fängt an bei der Behauptung, der Durchschnittsstrompreis für Haushaltskunden in Deutschland läge bei 33,6%. Er liegt bei 30,5%. Das ist in der Tat sehr hoch. Deutschland ist damit mit Dänemark zusammen an der Spitze in Europa. Aber, und das sollte man vielleicht einfach dabei auch wissen, hier werden die Tarife, die Regulärtarife miteinander verglichen. In Deutschland, es gibt kein Land in Europa, das eine so gestaffelte Tariflandschaft hat. Das heißt, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch deutlich unter diesen Durchschnittsstrompreis zu kommen. Man muss dann natürlich auch bereit sein zu wechseln. Insofern hat Kollege Landau natürlich völlig recht, wenn er sagt, wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Menschen wissen, dass man den Anbieter wechseln kann ohne große Probleme. Und dass man regelmäßig auch mal überprüfen muss, ob man eigentlich noch einen vernünftigen Strompreis hat, dann sieht das gleich schon ganz anders aus. Was aber wirklich ärgerlich ist, ist das Verdrehen von Fakten bei der Frage Haushaltsstrom, Industriestrom. Und das sollte eigentlich die Kollegen von der FDP sollten das eigentlich wissen.
Genau, der Industriestrom. Beim Industriestrom liegt Deutschland auf dem drittletzten Platz in Europa, und zwar auf dem drittletzten Platz, weil es das drittbilligste Land ist, dicht gefolgt von, also ganz knapp nur vor Luxemburg und Litauen mit 7,88 ich weiß, Cent pro kWh. Ich weiß das deswegen, weil ich ja selber, bis ich in den Landtag eingetreten bin, Strom an Industrieunternehmen verkauft habe. Das heißt, der Industriestrompreis in Deutschland ist ein Standortvorteil für unsere Industrie. Und es ist fahrlässig, es ist absolut fahrlässig, hier sich in den Landtag hinzustellen und zu sagen, in Deutschland werden die Industriestrompreise so hoch wie sonst nirgends in Europa. Damit macht man, damit zerstört man das Vertrauen in den Industriestandort Hessen und in den Industriestandort Deutschland. Und ich würde ganz dringend raten, von solcher Polemik und von solcher Faktenverdrehung abzuraten. Nein, eine Zwischenfrage nicht. Und ja, es ist alles nicht wahr, was von Ihnen hier dargestellt wurde. Ich bin leider gezwungen, wie das meine Vorrednerinnen und Vorredner ja auch schon getan haben, das wieder richtigzustellen, was Sie an Fakten hier verdreht haben. Das ist doch die Problematik, um die es hier geht. Sie verwechseln und Sie verdrehen Haushaltsstrompreis und Industriestrompreis. Und das hat aber natürlich etwas miteinander zu tun. Das ist ja auch schon erwähnt worden. Der hohe Haushaltsstrompreis hat etwas damit zu tun, dass wir die Industrie großzügig von der EEG-Umlage ausgenommen haben. Faktisch subventionieren viele Haushaltskunden damit die Industrie in Deutschland. Das ist übrigens der Subventionstatbestand, den die EU-Kommission immer wieder einklagt und sagt, also daran müssten wir arbeiten. Aber mit Verlaub, wissen Sie, welcher Bundesminister das massiv vorangetrieben hat, diese Art von Spaltung? Das war der Herr Bundesminister Rösler, der war das von der FDP. Der hat diese Spaltung. Insofern sind es in der Tat Krokodilstränen, die Sie hier weinen. Es war die FDP, die diese Spaltung massiv vorangetrieben hat. Also insofern belästigen Sie uns doch bitte nicht mit dieser Art von Faktenverdrehung, sondern kommen Sie endlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ein letztes Wort. Es ist die günstigste Art von Energiewende, die wir machen können, ist nicht, zwei verschiedene Energiesysteme parallel zueinander weiter zu betreiben. Das ist die Problematik mit dem CO2. Das ist die Problematik, dass wir weiterhin Braunkohle- und Kohlekraftwerke betreiben, obwohl wir bereits schon genug Strom hätten. Deutschland ist nämlich Export, um in Ihrem Diktum zu bleiben, Europa-Weltmeister im Stromexport. Europa-Weltmeister im Stromexport, und zwar dank der Braunkohlekraftwerke und der Kohlekraftwerke. Das sind die Fakten. Und insofern muss ich leider feststellen, die FDP ist auch Europameister, aber halt eben leider im Faktenverdrehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP hat eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Deutschland ist Europameister bei den Strompreisen“ beantragt. Ich finde, das verbindet gleich zwei nervige Dinge. Zum einen Fußballfloskeln in der Politik und zum anderen das ständig wiederkehrende Genörgel der FDP über die ach so teure Energiewende. Sie beziehen sich auf eine Statistik von Eurostat, die zu dem Ergebnis kam, dass Deutschland den höchsten Durchschnittspreis für die Kilowattstunde Strom habe. Das trifft für Hessen übrigens nicht einmal zu, weil der Durchschnittswert in Hessen für einen vierköpfigen Haushalt unter den von Eurostat angesetzten Werten liegt. Aber ja, die Strompreise steigen für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher. Für die Industrie trifft das nicht zu. Das hat der Kollege Krüger schon ausgeführt. Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist das ein Problem. Es gibt Energiearmut in Deutschland, und wir nehmen das ernst, und zwar schon lange. Anders als die FDP, die das Thema Strompreise für einkommensschwache Haushalte ja erst im Kampf gegen die Energiewende entdeckt hat, genauso wie den Artenschutz, die Wälder und die Umwelt. Für all das hat sich die FDP in der Vergangenheit genauso wenig eingesetzt wie für einkommensschwache Haushalte. Und wir lassen nicht zu, dass hohe Strompreise der Energiewende in die Schuhe geschoben wird, weil das ist wirklich eine absolut absurde Argumentation und verdreht vollkommen die Fakten. Während Kohle und Atom seit Jahrzehnten aus Steuermitteln gefördert wurden
und durch die Folgekosten auch noch lange werden, werden die Kosten der Energiewende dem Strompreis aufgebürdet und damit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und die Energiepreise steigen, weil diese Bürde auch noch ungleich verteilt wird. Anstatt dass die EEG-Umlage als Werkzeug für eine tatsächliche Energiewende genutzt wird, wird die energieintensive Industrie ent- und die privaten Haushalte belastet. Herr Kollege Krüger hat das bereits ausgeführt, dass hier die privaten Verbraucher letztlich mit dafür bezahlen, dass energieintensive Betriebe so viel Strom verbrauchen, wie sie verbrauchen. Das heißt also, Hartz-IV-Familien wird mit Stromsperren das Licht abgestellt, und es gibt über 800.000 Stromsperren pro Jahr in Deutschland, während die Industrie kaum Anreize erhält, auf energiesparendere Produkte umzustellen. Und wir leisten uns den Luxus, das herkömmliche Energiesystem und das erneuerbare dezentrale parallel zu betreiben. Auch das kostet Geld. Ein schneller und vollständiger Wechsel zu erneuerbaren Energien würde hier also helfen, meine Damen und Herren. Seit einiger Zeit holen die alten Energiekonzerne zum Gegenschlag aus. Sie versuchen sich die Energiewende, die eine dezentrale sein sollte und muss, sich doch zu eigen zu machen. Die milliardenschweren Tauschgeschäfte von RWE und E.ON im Bereich der Energieerzeugung und Netze führt zwangsläufig zu einer Machtkonzentration in diesen Bereichen und zur Verfestigung der Machtposition dieser Konzerne. Und auch das ist natürlich Teil der steigenden Preise. Dominieren große Energiekonzerne weiterhin den Energiemarkt, wird das nicht ohne Folgen für die Ökostrombranche bleiben. Und wir erwarten genau hier auch von den Kartellbehörden, dass sie genau hinschauen. Und es gäbe ja eine ganze Menge Möglichkeiten, den Strompreis zu senken. Aktuell besteht ein Überschuss in Milliardenhöhe auf dem EEG-Konto, welches ja die Stromkunden gefüllt haben. Die Stromkostenpauschale bei Hartz-IV-Beziehern müsste schnellstens aktualisiert und angepasst werden. Wir bräuchten endlich Transparenz bei den Netzentgelten. Und ja, wir bräuchten wieder eine staatliche Strompreisaufsicht, wie es sie bis zum Jahr 2007 gegeben hat. Es kann auch nicht sein, dass die vier privaten Netzbetreiber die Preise nach Gutsherrenart auf Kosten der Privathaushalte willkürlich festlegen. Und natürlich müssen wir auch über die Privilegien der Industrie in Höhe von bundesweit 7,7 Milliarden € im letzten Jahr reden. Denn die treiben den Strompreis für alle anderen in die Höhe, wie z.B. auch Entlastungen bei der Stromsteuer. All das wären Möglichkeiten, den Strompreis zu senken. Aber wir senken nicht den Strompreis, indem man den Strompreis nutzt, um gegen die Energiewende zu polemisieren, wie es die FDP permanent in diesem Haus tut. Solche Maßnahmen würden die Verbraucher entlasten. Für ein Ausbremsen der Energiewende gibt es keinen Anlass. Ganz im Gegenteil, Wind und Sonne stehen kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung. Und anders als Kohle, Gas, Öl und Uran müssen sie auch nicht erst abgebaut bzw. gefördert werden in aufwendigen Prozessen, und sie sind auch nicht endlich. Die erneuerbaren Energien sind kein Preistreiber, ganz im Gegenteil. Und wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, was die FDP ja gar nicht will, wenn wir einen vollständigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien haben wollen, dann muss die Energiewende beschleunigt werden, aber doch nicht ausgebremst werden, meine Damen und Herren. Und dafür brauchen wir eine Optimierung des EEG. Wir brauchen einen Zubau der erneuerbaren Energien. Und vor allem brauchen wir eine sozial gerechte Verteilung der Lasten. Und letzter Satz, Herr Präsident, dafür brauchen wir aber auch eine Entmachtung der Energiekonzerne, eine Rekommunalisierung von Energieversorgung, weil der ökologische Umbau der Gesellschaft nur gelingen kann, wenn die soziale Frage mitgedacht wird. Aber bei der FDP geht es leider um keines von beidem. Und deswegen ist das hier wieder nur Ihre übliche Polemik gegen die Energiewende. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss mit einem Bekenntnis beginnen. Ich glaube an die Vernunft und ich glaube an die Aufklärung. Deswegen werde ich auch zum gefühlt 30. Mal in dieser Legislaturperiode versuchen, dem Kollegen Rock zu erklären, wie es wirklich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Worüber, wobei auch das ist so, da es ja das gefühlt 30. Mal ist, ich weiß, es hat keinen Sinn, aber ich mache es trotzdem, weil ich glaube an die Vernunft und ich glaube an die Aufklärung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist natürlich klar, dass wir in dieser Aktuellen Stunde über den immer wiederkehrenden Kampf der FDP gegen die Energiewende reden. Ich will an dieser Stelle
an einem Punkt, Stichwort, ich glaube an die Vernunft und an die Aufklärung. Herr Rock, Sie haben gesagt, die Energiewende sei erfolglos, weil der CO2-Ausstoß in Deutschland nicht zurückgeht. Das ist einfach falsch, was Sie da gesagt haben. Im Bereich der Stromerzeugung sind wir sehr erfolgreich, was den Rückgang des CO2-Ausstoßes angeht, wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, seit die Energiewende begonnen hat. Wir haben trotzdem ein Problem, weil nämlich der CO2-Ausstoß aus dem Verkehrsbereich steigt, und unter dem Strich bleibt es dann gleich. Wenn Sie daraus die Konsequenz Nein, Sie haben nicht recht, weil das mit der Energiewende im Strombereich nichts zu tun hat. Wir haben steigenden CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich. Wenn Sie jetzt daraus die Konsequenz ziehen, dass Sie auch für die Verkehrswende sind, dann hätten Sie recht. Und ich glaube zweitens, Stichwort Geld. Ja, es kostet Geld. Die Energiewende kostet Geld, weil es ein Umbau eines Energiesystems ist. Aber die Kosten verteilen sich über einen vergleichsweise langen Zeitraum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Punkt ist einfach, würden wir die Energiewende nicht machen und auf endliche Stoffe setzen, auf Kohle und Uran beispielsweise, auch Uran, selbst Uran ist endlich, dann wäre es unter dem Strich viel teurer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen gibt es nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht keine Alternative zur Energiewende. Und wenn Sie sich einmal anschauen, wie sich das entwickelt hat, seitdem wir in Deutschland mit der Energiewende begonnen haben, dann würden Sie feststellen, dass die ganze Welt sich inzwischen in diese Richtung bewegt, nur die FDP nicht. Das sollte Ihnen zu denken geben. Dritter Punkt. Ja, die EEG-Umlage ist gestiegen. Und ja, keine Zwischenfragen, sonst sagen Sie wieder, ich rede zu lange. Ja, die Energiewende kostet Geld. Ja, die EEG-Umlage ist gestiegen. Aber ausdrücklich, auch das gehört dazu, Herr Rock, die Dynamik des Anstiegs der EEG-Umlage ist ungefähr seit 2014 gebrochen, weil die Ausschreibungen eingeführt worden sind. Und wenn Sie sich einmal die Ergebnisse der letzten Ausschreibung anschauen, dann stellen Sie fest, bei Wind und Photovoltaik, dass wir Ausschreibungsergebnisse zwischen 4,3 und 5,7 Cent die Kilowattstunde haben. Das heißt, die erneuerbaren Energien jetzt sind längst kein Preistreiber mehr. Im Gegenteil, wenn Sie sich einmal anschauen, wenn wir die Preise von Braunkohle und Steinkohle haben zwischen 4 und 9 Cent die Kilowattstunde, beim Atomstrom liegen die Betriebskosten zwischen 4 und 6 Cent die Kilowattstunde. Wenn man sich aber alles einmal anschaut, zu sagen, die Subventionen, die Endlagerung, das wird ja alles vom Steuerzahler getragen, sind wir je nach Studie zwischen 1 und 2,7 Euro die Kilowattstunde. Da kann doch niemand behaupten, dass die Energiewende teuer sei, wenn man sich das insgesamt einmal betrachtet. Also auch an dieser Stelle Achtung. Ich glaube, dritter Punkt, der mir wichtig ist in dieser Frage, wir werden im Jahre 2020 erleben. Herr Rock, habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Vielen Dank. Wir werden im Jahre 2020 erleben, dass die ersten Anlagen aus dem Jahr 2000 aus der Förderung fallen werden. Das heißt, ab 2020 wird es schrittweise mit den Kosten für die EEG-Umlage runtergehen, weil die teuren Anlagen vom Anfang aus der Förderung fallen. Und vierter Punkt, und das ist der eigentlich entscheidende, die EEG-Umlage ist ja nur ein Teil. Wir haben die Netzentgelte, und da haben wir ein Problem. Und bei den Netzentgelten haben wir ein Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber auch da gilt, teurer wird es, wenn man nichts tut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil wir dort sehen, dass alleine die Regelmaßnahmen über 1 Milliarde Euro kosten. 1,4 war die Zahl aus dem letzten Jahr. Und das liegt aber nicht daran an der Energiewende, sondern dass wir mit dem Netzausbau nicht vorankommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und klar, im Ergebnis sagen Sie, es liegt an der Energiewende. Ich sage Ihnen, wir brauchen die neuen Leitungen ausdrücklich. Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, da Tempo zu machen. Und wir haben zusätzlich gesagt, konkreter Vorschlag des Landes Hessen im Bundesrat, dass man die bestehenden Netze ertüchtigen soll. Das geht schnell, mit wenig Aufwand und kostengünstig und überbrückt die Zeit. Und ein letzter Punkt, Herr Minister, Sie darf sich an die vereinbarte Redezeit erinnern. Punkt, der mir wichtig ist, weil ich nehme natürlich die Stromkosten sehr ernst. Stichwort Stromsteuer. Die Stromsteuer ist eingeführt worden zu einem Zeitpunkt, als die Kosten bei ungefähr 17, 18 Cent die Kilowattstunde hatten. Ja, ja, Rot-Grün hat die eingeführt. Bei 17, 18 Cent war das damals. Ja, die hieß auch Ökosteuer. Und inzwischen sind wir
bei einem deutlich höheren Strompreis. Das heißt, aus ökologischer Lenkungswirkung bräuchte man sie nicht mehr. Sie hat Einnahmen von 7 Milliarden € im Jahr. Und sie hätte, wenn man sie abschaffen würde jetzt, hätte sie übrigens eine sehr gute Verteilwirkung, weil die zahlt jeder. Die zahlt auch die Rentnerin, die zahlt auch der Studierende, die zahlen auch die Hartz-IV-Empfänger sozusagen genauso wie der Millionär. Komischerweise kämpft die FDP aber nicht für die Abschaffung der Stromsteuer, sondern für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Ich will Ihnen an dieser Stelle sagen, wenn wir doch hier uns einig sind, dass man vielleicht an bestimmten Punkten über Steuersenkungen reden könnte, wäre doch die Frage, ob nicht an dieser Stelle auch eine Einigung erzielbar wäre, dass man an diesem Punkt jetzt sagt, da müssen wir handeln. Ich wäre dazu bereit. Ich bin gespannt, was die FDP dazu sagt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.